Und jetzt mal Butter bei die Fische. Harte Fakten, aber zack, zack. Oldenburg hat momentan rund 170.000 Einwohner und 250.000 Fahrräder. Deutschlands umweltfreundlichste Busflotte hat über 800 Haltestellen und verbindet die zahlreichen Stadtteile. Mit dem Rest der Welt verbinden uns unser Bahnhof und zwei Autobahnen. In 40 Minuten ist man am Bremer Flughafen. Und bis zur Nordsee und dem besten Rhabarberkuchen sind es nur 33 Kilometer. Wir haben hier zweimal Bundesliga, die VfL Handball Damen und die EWE Baskets mit 4000 Dauerkarten bei 6400 Plätzen. Da geht man hin. Das ist echte Begeisterung. Kultur lieben wir auch. Ausstellungen, Konzerte, Theaterstücke, Events. Man kann hier jeden Tag etwas erleben. Exzellente Forschung ist bei uns ebenfalls zu Hause. In 80% aller Hörgeräte weltweit steckt Know-how aus Oldenburg. Seit Bestehen der Gründerzentren schießen neue Unternehmen und Startups wie Pilze aus dem Boden, oft gegründet von Studierenden unserer Hochschulen. Viele davon im Energiebereich, in dem mittlerweile über 80 Unternehmen und Institutionen tätig sind. Und damit der Nachwuchs nicht zu kurz kommt, gibt es 64 Bildungseinrichtungen und über 140 Kitas und Kindergärten. Zur Entspannung flaniert man durch die Fußgängerzone mit vielen charmanten Cafés und ca. 450 Geschäften. Die Hälfte davon ist inhabergeführt. Auch die Bremer und Niederländer kaufen hier gern ein. Kein Wunder, dass die erste gedruckte Ansichtskarte 1870 hier erfunden wurde.